Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Ihre Kommentatoren sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf eine hoffentlich packende Begegnung. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Weiter geht es mit einem Einwurf. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Macht er gut. Und jetzt die Chance. Das ist gut verteidigt. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball wirklich alles kann. Und ich glaube, das zeigt er uns auch heute wieder. Jetzt kann das Tor fallen. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das könnte was werden. Macht das da gut. Guter Vorstoß jetzt. Viktor Tsigankov. Der Ball kommt. Die Riesenchance. Was für eine Torchance hier aus kurzer Distanz. Sensationell gehalten von Chesney. Und das aus der Entfernung. Kurze Ecke jetzt. Gefährliches Anspiel. Rabiot. Sie suchen die Lücke. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Er geht schön dazwischen. Der Verteidiger stört ihn. Morata. Die Baller muss es machen. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Er zieht vorbei. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Chance über außen. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Klasse, super platziert und dann ist er drin. So, Ecke kommt. Er wehrt die Ecke ab.
Die geht. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Da holen sie sich den Ball, sah vielversprechend aus. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Viktor Zigankov, es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer, dann haben sie den Ausgleich. Hier ist noch alles drin. Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Drei Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Zwei Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Denis Popov. Die Baller jetzt. Morata. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Der Volley. Was für eine Rettungstat, gehalten. Sie wechseln jetzt. Ecke kommt. Das wird jetzt Abschluss geben. Gute Aktion. Ball ist raus. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Zweikampf um den Ball. Da ist der Ball weg. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber wo bleiben die Chancen? Sie schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Da trennt er ihn fair vom Ball. Macht er gut. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Anspiel kommt gut. Denis Zakaria. Denis Zakaria. Jetzt gibt es einen Eckball. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Ecke kommt ins Zentrum. Er kann es machen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen.
Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Denis Popov. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt wird es die Auswechslung geben. So, Ecke kommt. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Chance zum Anschlusstreffer. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen Sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt Ihnen dieses Tor noch mal einen Schub. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Das sieht vielversprechend aus. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Wird das die Entscheidung? Hält jetzt erstmal den Ball. Moyes Keane, nächstes Tor. Und jetzt haben sie hier endgültig alles im Griff. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Setzt sich da schön durch. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gäste haben also gewonnen. Es wird also ein schöner Sieg, ein deutlicher Sieg. Also das war eine beeindruckende Leistung, die sie in dieser Partie abgerufen haben. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ja, er hat auch heute wieder eine klasse Leistung gezeigt und gleich 2 Treffer beigesteuert. Nicht zuletzt deswegen haben sie dieses Spiel gewonnen.